Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion MIDI Controller. Ja, auch wenn jemand heutzutage vermeintlich recht analog auflegt, jetzt zum Beispiel einen Hip-Hop-DJ mit Turntables, dann ist es oft so, dass doch irgendwie noch ja, digitale Komponenten mit im Spiel sind, sei es jetzt als Digital Vinyl System und eben zum Beispiel auch als MIDI Controller. Sei es jetzt zum Beispiel, dass der Mixer noch MIDI-Elemente mit eingebaut hat oder eben ein kleines Extragerät dort ja, noch mit im Setup integriert ist. Natürlich der Klassiker sind eben die ja, komplett MIDIs, die eben einen Mixer haben, dann einen Deckbereich, wo man nur ein Gerät hat, sei es jetzt klein mit zwei Kanälen bis zum extrem großen Vierkanal-MIDI mit großen Jogwheels und so weiter. MIDIs gibt es mannigfaltig in allen Farben, Formen, Größen mit unfassbar vielen verschiedenen Funktionen, verschiedenen Bedienelementen. Und deswegen wäre es theoretisch eine Lektion ohne Boden. Wir haben uns deswegen mal darauf konzentriert, die verschiedenen MIDI-Typen eher zu erklären und ziehen halt auch Parallelen zu den Geräten, wie zum Beispiel dem Mixer, denn logischerweise sind diese Funktionen auch in MIDIs integriert. Ja, MIDI an sich, viele fragen sich wahrscheinlich, was heißt denn das überhaupt? Heißt Musical Instrument Digital Interface. Heißt sowas wie eben Fernbedienung für den Computer. Also eben ein digitales Interface als Musikinstrument. Steuert dann eben die DJ- oder Producing-Software und ist definitiv kein Standalone-Player. Also das ist ganz wichtig zu unterscheiden, denn ihr könnt in einen klassischen MIDI-Controller keine CD reinschieben und keinen USB-Stick reinstecken. Das Gerät ist ohne Computer praktisch nutzlos. Es hat zwar Drehregler und Knöpfe und alles und so weiter, aber es fehlt ja im Prinzip der Zuspieler, also wo die Musik überhaupt herkommt. Es ist im Prinzip eine überdimensionale Fernbedienung. Deswegen ist die Softwarekompatibilität elementar. Am schönsten ist natürlich, wenn es per Plug and Play läuft. Also ihr steckt das USB-Kabel rein und los geht's. Das wird der Fall sein, wenn euer MIDI-Controller vom selben Hersteller ist wie die Software oder eben ihr sowas wie Virtual DJ habt, bei der die Software mit extrem vielen Controllern zum Beispiel zusammenarbeitet. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ein MIDI-Mapping vorzunehmen, denn diese MIDI-Kommunikation kann man individuell einstellen. Das heißt, ihr sagt dann der Software, nimm bitte die und die Funktion und dann umgekehrt triggert ihr am MIDI eine bestimmte Taste zum Beispiel und dann wird diese Funktion dafür hinterlegt. Das ist dann natürlich viel Arbeit, aber auch möglich. Dazu dann in dem Softwarekurs bei den einzelnen DJ-Softwares mehr. Eventuell müsst ihr hier auch noch ein paar extra Treiber installieren. Üblicherweise wird euch das halt von der Software dann schon vorgeschlagen oder vielleicht macht es der Computer schon relativ eigenständig, aber da müsst ihr auf jeden Fall auch nochmal ein Auge drauf haben, falls das mit der Kommunikation nicht so ganz funktioniert. Vor allem eben bei Software-Updates in Richtung Betriebssystem. Seid hier vorsichtig, dass da keine Fehler entstehen. Deswegen auch nie einfach blind immer neue Betriebssysteme installieren, sondern warten, bis das Go von den Herstellern kommt. Aber dazu dann auch noch mehr in der Laptop-Lektion. Ja, wir empfehlen euch eher, lieber ein passendes MIDI zur Software zu kaufen, als euch die Software zu kaufen, die für das MIDI gemacht ist sozusagen. Denn das MIDI ist ja nur die Fernsteuerung und die Software sozusagen der limitierende Faktor. Wenn ihr also eine gewisse Funktion haben möchtet, die einfach das DJ-Programm nicht zu bieten hat, von dem ein gewisser Controller ist, den ihr eventuell nehmen würdet, dann fällt es ja logischerweise schon mal aus dem Raster. Deswegen entscheidet euch erst für eine DJ-Software, mit der ihr gut klarkommt, die die Funktion beinhaltet, die ihr eben haben möchtet und dann schaut umgekehrt, welchen MIDI-Controller ihr euch ja, dafür dann holen würdet, denn die MIDI-Controller ähneln sich üblicherweise auch wirklich sehr. Da geht es dann eher nur um die Anordnung oder ein bisschen um das Layout, die Optik halt, ein bisschen die Verarbeitung. Aber es ist nicht so, dass sich die Hersteller wirklich
elementar in ihren Funktionen unterscheiden. Die einen haben vielleicht ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, die anderen setzen den Schwerpunkt dort. Deswegen lieber die Software wählen und anschließend das MIDI kaufen. Wenn ihr im Prinzip auch schon die Software ausgewählt habt, ohne sie euch komplett zu kaufen, weil ihr sie zum Beispiel beim Kollegen ausprobiert habt oder, dann ist es oft so, dass ihr die Software mit dem MIDI dazu bekommt. Schaut ihr deswegen nicht, dass ihr nachher dann noch zwei Softwarelizenzen habt und in Anführungszeichen ja dafür dann doppelt Geld ausgegeben habt. Wichtige Geräteparameter für MIDIs sind, dass ihr eine hohe Qualität habt. Eben die Verarbeitung sollte robust sein, denn gerade MIDIs werden viel in der Gegend rumgekarrt, müssen viel aushalten, sollen lang halten. Deswegen schaut, dass die Verarbeitung hier top ist. Außerdem sollte euer MIDI eine angenehme Haptik haben, dass es eben angenehm zu bedienen ist. Es fühlt sich alles gut an, die Proportionen stimmen, die Abstände stimmen. Eben, es lässt sich alles wunderbar bedienen. Geht natürlich mit der ergonomischen Form und Größe einher. Eben einfach, dass es Spaß macht, das Ganze anzufassen und es sich vielleicht am besten auch intuitiv bedienen lässt. Wichtig ist außerdem eine starke Hintergrundbeleuchtung, denn wenn ihr mal im dunklen Club steht und am besten auch noch viel Nebel vom Lichtmann gegeben wird, dann müsst ihr natürlich schon schauen, dass ihr das Gerät auch weiter bedienen könnt. Und da hilft euch definitiv eine starke Hintergrundbeleuchtung. Eine große Funktionsbreite ist natürlich relativ klar. Wichtig ist in erster Linie natürlich, dass eure Funktionen, die ihr normalerweise eben braucht, da sind. Umso mehr Funktionen natürlich an sich, umso besser. Heißt logischerweise aber auch normalerweise dann eben mehr Preis. Also von daher müsst ihr einfach mal schauen. Eben klar, ganz klassisch, umso mehr Funktionen, umso besser. Hochwertige Hardware-Komponenten bedeutet eben, dass ihr ein Interface eingebaut habt, wenn ihr ein MIDI habt mit eingebautem Interface, das eine hohe Qualität hat, dass die Kontakte, also die Anschlüsse und alles in einer hohen Qualität sind, dass ihr da keine Verluste habt und eben einfach das gesamte MIDI an sich ein gut verbautes Gerät ist. Der Funktionsumfang hängt dann, ja, haben wir gerade schon gesagt, wäre gut, wenn er hoch ist. Der hängt eben stark vom Gerätetyp und auch von der Software ab. Denn wenn eben ja ein Hersteller für eine bestimmte Software einen MIDI-Controller baut, dann wird er Funktionen haben, die eben auch zu dieser Software passen und andere nicht haben, die vielleicht zu einer anderen Software gehören. Ganz klar. Steuern könnt ihr allgemein durch Drehregler, Schieberegler, Buttons, manche MIDIs könnt ihr im Raum bewegen, kippen, drehen und könnt so Funktionen triggern. Ihr habt Jogwheels, ihr habt Touchpads und so weiter. Also es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt. Ihr könnt mit allen möglichen Konstruktionsweisen hier Funktionen auslösen und dadurch eure Mediathek steuern. Ihr könnt die Trackdecks steuern, ihr könnt Effekte lostreten, der Mixer natürlich ganz klassisch. Ihr habt virtuelle Musikinstrumente, die ihr damit steuern könnt. Ihr könnt Samples triggern, ihr könnt mit Stems arbeiten und so weiter und so fort. Eben all diese Sachen ja auch, die eure Software euch zur Verfügung stellt. Deswegen, eben wie eingangs erwähnt, die MIDI ist im Prinzip unerschöpflich, es ist theoretisch alles möglich. Wir haben jetzt mal eben grobe Überkategorien an MIDI-Geräten für euch zusammengestellt. Der minimalste Klassiker ist halt einfach, dass man seine Mediathek und die Trackdecks steuern kann. Das heißt eben, man hat irgendwas zum Scrollen und Auswählen, man kann die Tracks starten, pausieren, mit Cue-Punkten rumspringen und eben vielleicht noch Effekte einsetzen. Das ist im Prinzip das Allermindeste und darauf aufgebaut könnt ihr zum Beispiel eben einen MIDI-Controller mit integrierten Mixer noch nehmen. Das ist vor allem für Anfänger besonders geeignet, denen die Soundkarte vom Computer erstmal reicht, weil sie eben nicht auf großen Anlagen spielen. Und der sollte dann wenigstens einen Dreiband-EQ haben, die Vorhörfunktion, Line, Fader, klar, Gain für jedes Deck. Das sind so die Klassiker und das hat auch jedes MIDI, das mit einem Mixer ausgestattet ist. Natürlich bietet ein externer Mixer meist mehr Flexibilität in Richtung Anschlussmöglichkeiten, Funktionsumfang und so weiter.
aber eben mal als Grundgerüst, das ist für Anfänger schon mal bestens geeignet. Und es gibt auch MIDI-Controller mit einem extrem umfangreichen Mixer, die auf jeden Fall auch an die klassischen Einzelgeräten-Mixer rankommen. Ja, dann gibt es MIDI-Controller, jetzt in Anführungszeichen muss man da fast schon sagen, mit CD-Player, denn mit CD-Player wird das MIDI eigentlich schon zum Standalone-Player. Wichtig ist, dass ihr da dann halt ein gutes Jogwheel dabei habt, dass ihr das gut steuern könnt, dass ihr ein großes Display habt, mit dem ihr da arbeiten könnt und eine hohe Funktionalität. Das CD-Laufwerk sollte auch sehr robust sein, dass es auch bei Erschütterungen durch die Anlage, durch die Bässe oder auch eben durch den Transport nicht zu Schaden kommt. Und klar, das hat dann zwingenderweise auch ein Interface integriert, denn es kann ja eben auch die CDs und so weiter schon abspielen. Deswegen vor allem praktisch für Mobile DJs, also hier ist aus dem MIDI eigentlich schon ein Standalone-Player geworden. Ja, dann die MIDIs mit einem Interface. Wenn da ein Interface drin ist, dann ist üblicherweise auch schon ein Mixer mit drin und deswegen ist es eigentlich schon ein All-in-One-Gerät, weil eben ihr habt die Deck- und Mediatheksteuerung eh als Klassiker, ihr habt das Interface drin und ihr habt einen Mixer. Das ist dann natürlich schon für die Fortgeschrittenen, denn diese Soundkarte ist natürlich extra fürs DJing gemacht, hat eine höhere Qualität, einen höheren Funktionsumfang und so weiter. Und eben natürlich auch wieder Mobile-DJs oder DJs, die bei kleinen Events mal unterwegs sind oder auch für die, die bei ihren Gigs Equipment schon gestellt bekommen, aber zu Hause nicht jetzt nochmal das Geld aufbringen möchten, sich das riesige Club-Equipment zu holen, sondern für die einfach zur Vorbereitung, zum Üben und so weiter derartiges reicht. Ihr habt hier ein einfaches, effizientes Handling, es ist alles mit drin, es ist verhältnismäßig kostengünstig, weil ihr ja eben nicht immer alle Geräte einzeln kaufen müsst. Ihr habt einen sehr großen Funktionsumfang und die Hardware ist auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Das passt alles gut zueinander, ist ja auch derselbe Hersteller und ist dadurch auch wenig störanfällig, weil ihr habt nicht auch drei einzelne Geräte, die voneinander kaputt gehen können, wo ihr sich hier mal Kabel lösen können und so weiter. Deswegen ist das schon eine sehr effiziente Lösung. Natürlich hat eine externe Soundkarte oft dann noch mehr Funktionalitäten, ist noch flexibler, hat eventuell sogar noch eine höhere Qualität. Ja, deswegen schaut einfach mal. Wenn ihr euch dann noch ein Modell zulegt, das auch Jogwheels hat, das wird dann auch definitiv wieder einen Mixer haben. Also von der Größenordnung gibt es keine MIDIs mehr, die keinen Mixer haben. Dann ist das natürlich nützlich fürs Pitchband. Außerdem für Track Search, eben um durch den Track zu skippen, als auch zum Scratchen. Da ist dann halt wichtig, dass es sich gut anfühlt, dass man es wirklich gebrauchen kann dafür, dass es eben eine gute Haptik hat und ja, eben halt groß genug ist. Es gibt dann Zusatzfunktionen, dass in der Mitte zum Beispiel noch ein kleines Display ist, das solche Informationen anzeigt. Auch relativ neu ist zum Beispiel Force Feedback, das heißt, das kann zum Beispiel vibrieren, um euch einen Cue-Punkt anzuzeigen, an dem ihr gerade vorbei scrollt zum Beispiel. Es kann eine berührungsempfindliche Oberfläche haben und so weiter. Schaut da mal, es gibt ja von ganz kleinen, wirklich eigentlich fast unbrauchbaren Jogwheels bis relativ großen, die schon die Ausmaße von einem CD-Player-Jogwheel haben. Wenn ihr euch einen MIDI-Controller mit einem Jogwheel holt, dann schaut, dass ihr das auch wirklich gebrauchen könnt. Ansonsten ist es ein riesen Platz- und Geldverschwendung. MIDIs mit Displays sind sehr cool, denn sie entkoppeln euch im Prinzip von eurem Laptop. Ihr müsst dann nicht immer ständig auf den Laptop drauf gucken oder auch vor euch, ist ja egal, wo ihr gerade steht, aber ihr habt alles auf einem Gerät in einem Blick. Da werden dann die Trackdecks gespiegelt. Eventuell switcht eben auch die Ansicht, dass man auch noch durch die Mediathek scrollen kann und so weiter. Das ist auf jeden Fall eine sehr hilfreiche und coole Funktion. Ist natürlich nicht zwingend notwendig, weil klar, ihr seht auch ja alles auf dem Computer, aber es ist einfach angenehmer, deutlich angenehmer so zu arbeiten.
Es läuft natürlich auch schneller ab, weil ihr habt eh eure Hände und Augen hier am MIDI und dann guckt ihr nur noch 5 cm weiter und seht direkt dann auch noch das Display und müsst nicht eben den Kopf verdrehen, hoch, runter und so weiter. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass es sehr angenehm ist fürs Publikum, denn das Publikum sieht es auch lieber, wenn ihr eben so guckt und auch ins Publikum so, anstatt dass ihr die Hälfte des Abends so steht, weil euer Laptop irgendwie rechts oder links an der Seite vom DJ-Setup steht, weil eben in der Richtung kein Platz mehr ist oder weil ihr den Laptop nicht zwischen euch und das Publikum stellen möchtet. Deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr nützliche Funktion. Ja, es gibt dann auch noch MIDIs, die eine Pad-Matrix haben. Das ist heutzutage eigentlich auch schon fast Standard. Zum einen natürlich, um Cue-Punkte zu setzen, zum anderen kann man aber auch erweiterte Funktionen nutzen, ja, mit Effekten. Ihr könnt Live-Producing damit machen, eben Finger-Drumming, und ihr könnt natürlich auch alternativ individuell die Pads so zuweisen, wie ihr möchtet. Das ist ja das Schöne beim MIDI, dass man es eben mappen kann, selbst wenn es auch per Plug-and-Play schon eigentlich perfekt läuft. Habt ihr vielleicht Sachen, die ihr noch besonders irgendwo editieren möchtet, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Ja, wenn ihr Sample Decks benutzen möchtet, dann braucht ihr das auf jeden Fall, weil irgendwie müsst ihr die Samples ja abfeuern. Das bedarf dann wieder einer guten Vorbereitung. Und da müsst ihr euch dann natürlich noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, eure Samples irgendwo aus Tracks rausziehen oder irgendwo euch Samplebänke kaufen und die dann eben einpflegen. Üblich sind da in der Regel 4 bis 8 Pads. Manchmal könnt ihr zwischen mehreren Bänken noch wechseln. Das ist im Prinzip der Clubstandard. Und geht dann natürlich mal wieder eben bei MIDI, ist alles offen. Kann bis zu einer 8x8 Matrix hochgehen. Das sind dann eben Einzelgeräte. Das hat mit dem DJ MIDI als Mixer und so weiter, All-in-One-Gerät, dann nichts mehr zu tun. Das ist eher für die Live-Producer. Da hat man ein Gerät, das nur eben 8x8 zum Beispiel eine Pad-Matrix hat. Die Pads werden dann eher mit einer Producing-Software auch verbunden sozusagen. Nicht mehr mit der DJ-Software, um hier wirklich ja richtig zu produzieren, und auf jedem Pad liegen einzelne Sounds. Das ist auf jeden Fall heutzutage eigentlich schon Standard. Schaut, dass euer MIDI-Controller wenigstens 4 oder eben 8 solcher Pads zur Verfügung stellt, dass ihr auch den Funktionsumfang der DJ-Software richtig auskosten könnt. Ja, die 3D-Steuerung vorhin schon kurz angesprochen, bei dem, wie man steuern kann. Das ist natürlich eine sehr intuitive Steuerung. Wenn man eben Bewegungssensoren in einem Gerät eingebaut hat, dann merkt man eben, ob das MIDI gekippt wird, ob es seitlich bewegt wird, und kann so natürlich auch gleichzeitig mehrere Effekte triggern. Denn auch wenn wir mehrere Finger haben, haben wir auch nur 10 davon. Das heißt, ich kann vielleicht an einem Effekt drehen, noch einen zweiten aktivieren und den auch noch etwas bearbeiten, aber dann hört es auch langsam schon auf. Und wenn man diese Ebene dann auch noch mit dazu nimmt, dann hat man fast unbegrenzte Möglichkeiten. Man kann ja sagen, ein Effekt ist, wenn ich nach vorne kippe, ein Effekt ist, wenn ich nach rechts kippe. Das heißt, wenn ich schräg nach vorne rechts kippe, werden schon 2 Effekte miteinander kombiniert. Ich kann dann gleichzeitig noch mit meinen Fingern irgendwas drücken und so weiter. Also das sind ungeahnte Möglichkeiten, die einem da geboten werden. Und gleichzeitig kann man es eben sehr intuitiv, sehr schnell, sehr gut alles kontrollieren. Das ist natürlich auch irgendwie organisch, weil es ja nicht einfach nur mit einem Klick Raster irgendwie jetzt ein bisschen mehr oder weniger, sondern ist es wirklich ja in einem Fluss sozusagen. Das sind dann logischerweise aber auch extra Geräte. Also es gibt keinen großen All-in-One MIDI-Controller, den ihr dann so wild vor euch her schwenken würdet. Das würde nicht nur extrem komisch aussehen und wäre extrem unpraktikabel, sondern auch gefährlich. Da reißt die Kabel raus und könnt nicht mehr auflegen, sondern das sind natürlich dann extra Geräte, die ihr dann nochmal anschließt. Ja, manche MIDI-Controller haben außerdem einen Sequencer oder Sampler integriert. Sequencer impliziert natürlich, dass er eigene Sounds hat. Beim Sampler muss das nicht unbedingt sein. Ermöglicht dann Live-Producing,
klar, kann euer Set dann nochmal deutlich bereichern, einzigartig machen. Das kommt dann auf eure Kreativität drauf an. Denn sowas kann ja dann auch nicht einfach so jeder nachmachen. Und es ist auch nicht einfach nur ein langweiliger Originaltrack, den ihr abspielt. Das heißt eben mehr Individualität gegenüber DJs, die eben einfach nur Originaltracks spielen. Ihr könnt euch von der Konkurrenz abheben, aber das muss man auch erstmal beherrschen. Das erfordert dann eben logischerweise mal ein gutes Gehör und einiges an Producing Skills, einiges an Vorbereitungszeit. Deswegen, wenn ihr Anfänger seid, lernt erstmal normal auflegen und versucht dann noch einen draufzusetzen. Und das ist auf jeden Fall aber eine coole Möglichkeit, die manche MIDI-Controller haben, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte. Das werden natürlich vor allem dann die Elektro-DJs nutzen, bei denen ja sowas ja in Anführungszeichen sehr gebräuchlich ist, dass man dann nutzt, um nochmal einen deutlich runderen Fluss, Musikfluss sozusagen zu erzeugen. Oder zum Beispiel auch für Hip-Hop-DJs ist es interessant, um One-Shots, um eben gewisse Samples, Loops abzufeuern und auch zum Scratchen. Man kann hier eben extrem viel machen. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ja, dann noch der DAW-Controller. DAW steht für Digital Audio Workstation. Ist im Prinzip ein Synonym für eine Musikproduktionssoftware. Denn auch der DAW-Controller ist im Prinzip ein MIDI-Controller. Nur, dass er nicht das DJ-Programm steuert, sondern eben die Musikproduktionssoftware, nehmen wir es jetzt mal. Ist daher logischerweise auch ohne Software nutzlos, genau wie der klassische MIDI-Controller. Und ihr könnt natürlich auch diese Geräte wieder ummappen, dass man damit das DJ-Programm steuern könnte. Aber da der ganze Aufbau dieser Geräte nicht unbedingt dafür gedacht ist, wird es auch nicht ganz so intuitiv und rund laufen, wenn ihr das macht. Das seht ihr dann auch noch alles in der Praxishälfte. Ja, das Ganze ist kein Drumcomputer. Eben, es beinhaltet keine eigenen Sounds. Es ist nur auch wieder eine Fernbedienung. Und ist im Prinzip damit dann so Next Level der Sample- oder Remix-Decks in den DJ-Programmen. Das werdet ihr in der Software-Lektion dann noch lernen. Denn hier habt ihr dann nochmal mehr Möglichkeiten und eben ja auch keine 4 Pads oder 8, sondern eben deutlich mehr, einen deutlich größeren Funktionsumfang und eben ja auch nochmal eine ganz eigene Software dazu. Es ist natürlich das optimale Werkzeug dadurch, um euer DJ-Set individuell zu gestalten. Ihr könnt damit eben One-Shots wieder abfeuern, wie gerade schon erwähnt, eben Loops und Samples. Ihr könnt sogar ganze Audiospuren bei der Produktionssoftware reinladen und eben so nochmal ungeahnte Möglichkeiten dann eröffnen. Liegt dann komplett bei euch eben, wie ihr das einbinden möchtet. Es erfordert auf jeden Fall viel Vorbereitungszeit, größere, nennen wir es jetzt mal Producing Skills, das ist anspruchsvoll, aber es kann wirklich auch DJ-Sets nochmal auf ein ganz neues Level heben, weil man es eben um dieses Live-Producing erweitert. Das Ganze braucht dann natürlich auch noch einen eigenen Kanal, irgendwo muss die Musik ja hinlaufen und rauskommen, und da das sich ja nicht mit einem Track-Deck, einem klassischen, kreuzen soll, damit ihr das Ganze auch noch individuell dann bearbeiten könnt, im Mixer zum Beispiel auch oder mit Effekten belegen, unabhängig von den Tracks, dann braucht ihr dafür noch ein eigenes Deck, das heißt, das muss frei sein. Da bietet sich wieder ein Mixer mit mehreren Decks, Kanälen eben an und eben genauso auch ein Interface. Teilweise könnt ihr in eurer DJ-Software ein Trackdeck sozusagen umbauen, um die Software damit einzubinden, um den Sound darüber laufen zu lassen. Aber dazu auf jeden Fall in der Software-Lektion dann mehr. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr im Hinterkopf behaltet, dass ja jetzt dann eben auch nochmal ein zweites Programm im Hintergrund läuft. Oder was heißt im Hintergrund? Vielleicht ja auch im Vordergrund. Auf jeden Fall sind zwei anspruchsvolle Programme dann am Laufen, eben eure DJ-Software und die Produktionssoftware. Und das kann dann auf jeden Fall den Laptop schon mal an seine Grenzen bringen. Da müsst ihr auf jeden Fall vorsichtig sein, nicht dass ihr euren Laptop überlastet und dann eventuell euch noch einen zweiten zulegen müsst. Also lieber einen mit mehr Leistung oder eben vielleicht, wenn es euch auch lieber ist, zwei. Denn ansonsten müsst ihr ja immer
zwischen den Fenstern wechseln. Das stört den Workflow, aber ist auch nicht unbedingt notwendig, denn wenn ihr das Ganze gut vorbereitet, dann verfügen viele Controller da über schon ein Display, wo ihr einiges ablesen könnt, und ihr habt über diese Pad-Matrix die Beleuchtung oder die Anordnung so angepasst, dass ihr eigentlich gar nicht mehr wirklich auf die Software schauen müsst. Ihr könnt dann noch eine MIDI-Clock nutzen, das ermöglicht dann die Synchronisation mit der DJ-Software. Die kommunizieren dann sozusagen miteinander, da werden eben Daten hin und her geschickt, dass zum Beispiel die BPM sich angleicht von den Master-Track-Decks zu der Produktionssoftware, dass eben, wenn ihr gerade was am Live-Producen seid, das auch alles immer schön im Takt ist. Bietet aber nicht jeder Hersteller, müsst ihr mal schauen, eben, dass es von der Hardware und von der Software eben alles soweit zusammenpasst. Ja, wie vorhin schon erwähnt, eben, ihr solltet euer Set wirklich sehr gut und ausgiebig vorher planen. Es sollte gut strukturiert sein. Sowas macht man ja nicht mehr einfach nur kurz live, sondern ihr müsst das eben vorher richtig vorbereiten. Eben. Ihr müsst die Samplebänke vorbereiten, die einzelnen Samples bearbeiten, eben das Ganze ordnen, am besten farblich auch noch markieren und. Das ist eine Menge Arbeit und sollte auch gut geplant sein, denn wenn ihr das macht, dann sollte das schon Hand und Fuß haben und nicht einfach nur einen undefinierbaren Musikbrei erzeugen, sondern auch das Ganze wirklich bereichern. Kommen wir noch zu den klassischen Anschlüssen von MIDI-Controllern. Die überschneiden sich natürlich mit Mixer, CD-Player und so weiter. Ihr habt hier wieder den Master-Output, ganz klassisch, wie beim Mixer auch, genauso wie Booth, Record und Channel. Das ist absolut identisch. USB Typ B braucht ihr natürlich ganz klar, um es mit eurem Computer zu verbinden, denn es ist ja eben nur eine Fernbedienung. Und wenn der MIDI-Controller auch anbietet, dass ihr Turntables anschließen könnt, dann werdet ihr dort auch eine Erdungsschraube wiederfinden. Außerdem auf der Vorder- und Oberseite ganz klassisch mal wieder die Kopfhörer, auch wie bei den anderen Geräten. Ist ja auch zwingend notwendig. Außerdem habt ihr hier dann noch einen Mikrofonanschluss eventuell. Das muss nicht unbedingt sein, ist aber gar nicht so unüblich. Und auch hier gilt wieder, wie beim Mixer, solange die PA noch läuft, das MIDI nicht einfach ausschalten, nicht einfach die Kabel rausziehen. Erst die PA immer abschalten, dass da alles sicher ist, und dann das DJ-Setup abbauen. Ja, ihr seht also, wie mannigfaltig im Prinzip MIDIs ausfallen können. Deswegen wird es Zeit, dass wir auf jeden Fall hier in die Praxis gehen, dass wir euch die Geräte mal vorführen und dass das Ganze mal wirklich greifbar wird. So, da sind wir in der Praxis. Was haben all diese Geräte gemeinsam? Es sind alles MIDI-Controller. Wie bereits in der Theorie erwähnt, es gibt MIDI-Controller in allen verschiedenen Variationen. Ihr seht schon, die Geräte unterscheiden sich teilweise erheblich. Und hier habt ihr zum Beispiel eher einen Controller. Das hier ist ja im Prinzip ein Klavier. Hier habt ihr einen Controller für eine DAW, also Digital Audio Workstation, eher eben zum Live-Producing oder eben ganz klassisch zum Producen im Studio. Und ihr seht, MIDIs gibt es in mannigfaltigen Farben und Formen, und deswegen gehen wir jetzt mal gemeinsam durch, was die so ausmachen. Das Keyboard kommt weg, denn hier geht es ja ums Auflegen. Das ging jetzt eher darum, dass ihr mal noch ein Anschauungsobjekt habt, wie das alles eben aussehen könnte. Zu dem kommen wir gleich, deswegen tun wir den nochmal weg. Das hier ist natürlich schon ein ganz schöner Trümmer. So, und jetzt seht ihr, hier kommt noch mehr zum Vorschein. Und ja, wie wir in der Theorie schon besprochen haben, haben die extrem viele Funktionen, vereinen mehrere Dinge im Prinzip ineinander. Hier doppelt sich auch einiges mit zum Beispiel CD-Playern, Mixern
Und deswegen gehen wir jetzt nicht auf jede Funktion in ganz genauen Detail ein, weil ihr das ja im Prinzip schon wisst, eben aus den vorherigen Lektionen. Da geht es eher nochmal um Anschauungsobjekte. Ihr habt hier zum Beispiel eine sehr kleine, schmale Variante. Die eignet sich in erster Linie dazu, die Software zu steuern. Hier ist eben kein Mixer dabei. Ihr habt hier oben Drehregler und Buttons für die Effekte. Hier geht ihr durch die Mediathek und hiermit kontrolliert ihr die Trackdecks sozusagen. Und das war es im Prinzip auch schon. Findet ihr so auf diesen All-in-One, auf diesen großen Controllern auch wieder, im Prinzip an anderer Stelle. Deswegen packen wir den auch mal wieder weg. Also das im Prinzip vielleicht für die Anfänger oder die, die mit einem klassischen Setup auflegen, heißt Turntable, CDJ und so weiter, mit einem großen Mixer, die dann aber eben noch eine coole Kontrolle ihres Laptops haben möchten. Das hier ist natürlich dann ein Mini-Mixer sozusagen, eben mit einer kleinen mit einem kleinen Audio-Interface hier eingebaut. Ist natürlich dann auch wieder hier und hier die große Variante. Deswegen packen wir den auch gleich mal weg. Was noch zu erwähnen gibt, ist, dass ihr euch solche Ständer zulegen könnt. Das ist ja egal von welcher Marke. Es geht darum, dass ihr diesen MIDI-Controller auf die Höhe eures Mixers bringt zum Beispiel. Oder eben auch Turntable CDJ, dass der nicht eben so abgesenkt ist und dann auf einmal in eurem Setup so eine Kuhle auftaucht. Also packen wir den auch mal wieder weg und widmen uns diesen beiden großen Geräten hier. Der Unterschied in erster Linie natürlich die Hersteller. Hier haben wir einen großen MIDI-Controller von Native Instruments und hier von Pioneer. Und dementsprechend, wie wir auch in der Theorielektion schon gelernt haben, werden die Controller im Prinzip auf die Software angepasst. Also an erster Stelle steht die Software, deswegen solltet ihr euch auch an erster Stelle für die Software entscheiden und dann einen passenden MIDI-Controller kaufen. Oft ist es so, dass ihr zu den MIDI-Controllern schon die Software dazu bekommt. Deswegen holt euch eher eine Testversion und kauft nicht direkt die Vollversion. Denn eben wenn ihr euch dann einen Controller holt, dann habt ihr oft schon die Vollversion damit dabei. Ansonsten würdet ihr ja doppelt bezahlen und das gilt es zu vermeiden. Ja, wir packen den jetzt auch nochmal ganz kurz weg, der Übersicht halber. Und gehen dann mal einige Funktionen durch. Ihr seht jetzt, dass der Controller hier im Prinzip in mehrere Sektionen unterteilt ist. Das ist zum einen die Mixer-Sektion und zum anderen im Prinzip, nennen wir es jetzt mal die Deck-Sektion, die ja gedoppelt ist, weil wir ja mindestens mit zwei Decks auflegen, wenn nicht sogar mit vier. Denn hier haben wir ja auch einen Vier-Deck-Mixer. Das heißt eben, es ist ja ein großer Controller, mit dem man auch mit vier Decks auflegen kann. Und dann werdet ihr einfach hier über den Deck-Button zum Beispiel die Decks wechseln. Ja, ihr kennt ja im Prinzip den Mixer schon aus der Mixer-Lektion, deswegen müssen wir euch nicht mehr groß erklären, was das hier alles ist. Das kennt ihr schon. Worauf wir uns jetzt konzentrieren möchten, sind zum Beispiel diese Dinge hier, dass ihr hier einen Tempo-Button habt. Hier könnt ihr eben dann die BPM ganz fein einstellen. Ihr habt eben hier solche Buttons, wo ihr dann auswählen könnt, ob diese Effekte oder zum Beispiel auch mit diesem Pfeil hier rüber eben diese Effekte auf das Deck wirken sollen. S und Q steht für Snap und Quantize. Diese Funktion bekommt ihr dann auch in der Software-Lektion noch genauer erklärt. Und hier habt ihr eben diese ganzen Knöpfe, um diese ganzen Funktionen in der Software zu steuern, denn wie wir bereits gelernt haben, dieser Controller alleine ist im Prinzip nutzlos, denn es gibt kein CD-Laufwerk, es gibt keine Möglichkeit, einen USB-Stick einzustecken, das heißt, es ist kein Standalone-Player, ihr seid definitiv auf die Software angewiesen. Wenn ihr in diesem Fall Traktor nutzt, dann ist das Ganze sehr einfach, Plug and Play. Es ist ja derselbe Hersteller und deswegen läuft das dann auch ganz einfach los. Aber wenn ihr andere Programme habt, dann könnt ihr diesen Controller natürlich auch darauf mappen. Dann müsst ihr eben diese einzelnen Funktionen triggern. Das lernt ihr dann auf jeden Fall auch noch in der Software-Lektion. Hier oben geht es zum Beispiel um die Effekte.
Hier sagt ihr überhaupt, welchen Effekt ihr haben möchtet. Hier wählt ihr dann, ob ihr ihn aktivieren möchtet oder nicht. Und hier könnt ihr diesen einzelnen Effekt manipulieren. Ihr habt hier außerdem die coole Funktion, dass ihr noch ein Display habt, auf dem euer Trackdeck vom Laptop gespiegelt ist. Wir können jetzt einfach mal hier aus dem Repertoire von Trackdoor, was es bereits bei der Installation gibt, etwas reinladen. Ihr seht dann hier die Wellenform und ihr bekommt hier noch weitere Informationen über den Effekt zum Beispiel. Oder hier habt ihr noch eine sehr coole Funktion, die ihr eben so nur bei Trackdoor findet. Und zwar sind das die Stem Decks. Das heißt eben, ihr könnt dann hier einzelne Spuren des Tracks genau manipulieren. Dazu dann aber auch in der Software-Lektion mehr. Hier diesen Drehregler könnt ihr zum Browsen benutzen. Draufdrücken aktiviert dann eben diesen Track sozusagen, lädt ihn rein. Hier kann man Dinge festlegen wie eine Loop-Größe und hier habt ihr eben noch weitere Buttons. Also wir wollen jetzt nicht im Prinzip die Software erklären, sondern es geht darum, welche Funktion an sich so ein MIDI-Controller bietet. Das heißt, wir haben Drehregler, die im Prinzip keine Rasterung haben sozusagen. Hier merkt ihr immer bei kleinen Schritten eine Art Widerstand. Das ist im Prinzip jedes Mal, wenn ihr einen Track in der Liste weiter seid zum Beispiel. Oder eben hier, je nachdem, welchen Loop ihr dort ausgewählt habt. Und hier habt ihr eben diverse Buttons, wo ihr dann sagen könnt, hier diese Performance Pads möchte ich zum Beispiel nutzen, um Hot Cues zu setzen. Oder zum Beispiel um Loops zu setzen und so weiter. Ihr könnt hier noch Freeze einstellen. Alles Funktionen, die ihr in der Software, im Softwarekurs noch lernen werdet. Ihr habt hier zum Beispiel einen Touch-Strip. Hier könnt ihr dann, wie ihr auf dem Display seht, durch das Lied scrollen sozusagen. Wir haben hier eben ganz klassisch Fader. Und was die Anschlussmöglichkeiten betrifft, habt ihr auch sehr ähnliche Möglichkeiten wie beim Mixer. Ihr seht das hier. Alternativ auf der anderen Seite habt ihr auch noch mal ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Die seht ihr eben wie bei dem Mixer sind. Deswegen sollte euch hier schon einiges bekannt vorkommen. Der einzige Unterschied ist eben, dass diese Controller ja zum Steuern der Software da sind. Wir wechseln jetzt nochmal auf den Pioneer Controller, denn der hat noch einige Sachen, die dieser Controller nicht hat. Was an diesem Controller eben besonders ist, sind vor allem die Stem Decks. Die hat der andere Controller nicht. Dafür hat dieser Controller Jogwheels zum Beispiel, aber umgekehrt zum Beispiel keine Displays mehr. Also, ihr seht schon, verschiedene Hersteller setzen bei verschiedenen Dingen ihre Schwerpunkte. Es gibt natürlich auch zum Beispiel von Pioneer Controller mit Display und auch welche ohne Jogwheels zum Beispiel. Also das, da nehmen sich die Hersteller jetzt nicht so viel. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Controller immer auf die Software angepasst sind. Deswegen haben wir hier zum Beispiel im Laptop auch gerade jetzt von Trackdoor auf Serato gewechselt. Alternativ arbeitet Pioneer natürlich auch mit der hauseigenen Software Rekordbox zusammen. Einfach Plug and Play, ganz easy und dann läuft auch dieses Gerät. Also, wir schauen uns das Ganze jetzt hier nochmal grob an. Die Mixer-Sektion sieht natürlich etwas anders aus, ist aber im Großen und Ganzen auch wieder sehr ähnlich. Und wie ihr es auch in der Mixer-Lektion schon gelernt habt, müsst ihr euch hier oben die Mikrofonsektion sehr bekannt vorkommen. Hier die Kopfhörersektion, Effekte. Wieder ganz normal die Linefader für die Decks, Crossfader, der EQ und dann hier eben noch weitere Effekte und der Master Output. Also alles wie gehabt und hier wieder eben die Deck Controls sozusagen, die Decksektionen wieder gedoppelt. Auch hier könnt ihr zwischen den Decks wechseln, sodass ihr eben insgesamt 4 Decks mit diesem Controller bedienen könnt. Und man sieht es ja eben schon, sehr im Fokus sind hier diese großen Jogwheels. Damit habt ihr halt eine sehr, sehr gute Kontrolle über den Track. Ist natürlich auch jetzt aus der CD-Player-Lektion wieder schon bekannt, was man damit machen kann. Und das hat man hier eben adaptiert, damit man den Leuten ermöglicht, eben keine 3 Geräte zu haben, wie eben zum Beispiel
den Mixer aus der Mixer-Lektion und die beiden CD-Player, sondern eben nur ein großes Gerät. Das erspart einem Tragen, unnötiges Verkabeln und so weiter und so fort. Aber man muss eben auch hier auf die Haptik dieses Jogwheels nicht verzichten. Ansonsten findet ihr hier wie bei dem anderen Controller auch wieder hier oben die Effektsektion. Ihr habt hier zum Beispiel auch wieder einen Touchstrip, um durch das Lied zu scrollen. Genau wie im anderen Controller, nur eben hier oben statt hier unten. Dann hier wieder der Pitch Fader. Ihr habt hier genauso auch wieder wie beim anderen Controller einen Drehregler mit einer kleinen Rasterung, um durch die Mediathek zu scrollen. Draufdrücken lädt den Track rein. Hier auch wieder Buttons, die zum Beispiel hier eben ja auch einen Druckpunkt haben. Aber diese Pads haben eben keinen Druckpunkt im Gegensatz zu diesen. Man hört es ja auch. Und insofern ist das natürlich nochmal ein anderes Feeling. Eignet sich zum Beispiel zum Fingerdrumming. Gerade wenn ihr zum Beispiel den Slicer aktiviert habt oder wenn ihr Hot Cues aktiviert habt, dass ihr zwischen Hot Cues hin und her springen könnt. Da wäre auch ein Druckpunkt im Prinzip fehl am Platz, denn die Funktion soll ja aktiviert werden, sobald ihr das Pad berührt und nicht erst mit im Prinzip mehr Kraft einwirken, dass man diesen Druckpunkt auch dann wirklich noch aktiviert. Ja, das Ganze ist natürlich hier wieder gespiegelt. Deswegen brauchen wir darauf nicht weiter eingehen. Im Prinzip wieder hier für euch zur Übersicht, was es für MIDIs alles gibt. Zum Beispiel die Machine, die wir hier anfangs noch hatten, die eher zum Live-Producing oder eben zum klassischen Produzieren gedacht ist. Die hat ja auch diese Pad-Matrix hier nur nochmal größer, damit man hier nochmal mehr Funktionen hat. Ansonsten ist das auch genau dasselbe. Dieses Gerät hat natürlich auch hier diese Drehregler. Wir können es nochmal kurz vorholen. Also hier eben Drehregler, Pads, Buttons mit einem Druckpunkt. Das ist eben wirklich genau dasselbe. Diese hier jetzt zum Beispiel ohne ja, Rasterung sozusagen, dafür dieser hier. Eben wie diese Pads hier genau gleich und hier Pads mit Druckpunkt. Also ihr seht schon, das wiederholt sich immer wieder. Wo die Geräte sich eben unterscheiden, ist im Prinzip in der Hinsicht, für was sie gedacht sind. Je nachdem eben habt ihr eine andere Anordnung, habt ihr eben die eine Funktion ja und die andere Funktion nein. Zum Beispiel beim Produzieren braucht man keine Jogwheels, deswegen gibt es das nicht. Aber eben, ihr habt hier eine sehr coole Möglichkeit, um eure Software zu steuern, die eben genau darauf abgestimmt ist. Eine tolle Sache ist außerdem, dass sowohl in diesem Controller als auch in dem großen von Native Instruments jeweils noch Audio-Interfaces eingebaut sind. Das heißt, ihr braucht auch hier nicht noch ein extra Gerät. Ihr habt sogar hier zwei USB-Anschlüsse. Das ist eine sehr geile Funktion, die hat der andere nicht. Das heißt, ihr habt eben auch hier ja zwei Anschlüsse. Das heißt, ihr könnt zwei Laptops anschließen. Zwei DJs können hier entweder gleichzeitig an einem Controller arbeiten oder eben der Wechsel zwischen zwei DJs ist sehr einfach, geht sehr schnell. Das ist eine tolle Funktion, die haben auch eine hohe Qualität. Apropos Qualität, eben, wir haben ja auch erwähnt, dass die Verarbeitung ja, wichtig ist, dass sich alles gut anfühlt und das ist gerade eben auch bei diesen großen Jogwheels hier definitiv der Fall. Ihr habt hier wieder die Möglichkeit einzustellen, eben wie die reagieren sollen. Das hat alles Hand und Fuß. Das sind wirklich qualitativ hochwertige Regler und ja, Buttons, die hier verbaut sind. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Das Gerät an sich ist auch nicht ganz leicht. Fühlt sich eben sehr wertig an, stabil robust gebaut und hat eine gute Hintergrundbeleuchtung, dass ihr auch in der Dunkelheit bei viel Nebel alles wunderbar erkennen könnt. Und insofern ja, können wir euch derartiges nur sehr ans Herz legen, vor allem für Mobile DJs geeignet, die eben ja, darauf verzichten wollen, 5 Einzelgeräte rumzuschleppen und natürlich auch für Anfänger. Das ist natürlich das obere Ende der Fahnenstange. Es gibt natürlich MIDI-Controller mit 2 Kanälen. Ihr habt schon gesehen, eben deutlich kleinere, deutlich einfachere. Und gerade wenn ihr relativ am Anfang steht, dann empfehlen wir euch erstmal einen MIDI-Controller zu holen, den ihr auch schon für relativ kleines Geld bekommt. Da könnt ihr euch mal versuchen. Und nach oben ist wie immer alles offen. Deswegen ja, schaut einfach mal,
was euch in dieser Hinsicht am besten liegt. Wenn ihr jetzt schon auf einem sehr hohen Level angekommen seid und im Prinzip ein klassisches DJ-Setup, wie ihr es ja in der DJ-Booth-Lektion dann noch lernen werdet, erweitern möchtet durch Live-Producing, dann werdet ihr natürlich so einen Controller nicht mehr unbedingt benutzen, könnt ihr aber natürlich auch machen. Dann erweitert ihr eben euer DJ-Setup durch solch ein Gerät, braucht dann aber natürlich auch wieder noch eine extra Software, die auf eurem Laptop laufen muss. Heißt, entweder euer Laptop ist sehr stark oder eben ihr benutzt zwei Laptops. Was ihr natürlich auch machen könntet, ist, dass ihr auch so ein Gerät hier umprogrammiert, nennen wir es jetzt mal. Eben, ihr könnt das ja immer mappen. Wie das funktioniert, dann auch in der Software-Lektion der einzelnen Programme eben näher. Und dann könnt ihr theoretisch natürlich auch mit diesem Gerät auflegen. Ja, ist nur an sich jetzt eben weniger empfehlenswert, da hier einfach die Beschriftung passend ist. Es ist alles da, wo es hingehört. Es macht einfach Sinn. Aber theoretisch ist es natürlich auch möglich, hier Play für Deck 1 zu hinterlegen, hier Play für Deck 2, 3, 4, hier zum Beispiel die Sync-Buttons, hier Q und so weiter. Ihr könntet hier einen Haufen Effekte drauflegen. Es ist jetzt nicht so abwegig, aber dafür gedacht ist es natürlich eigentlich nicht. Einfach im Prinzip der Vollständigkeit halber her, dass ihr auch versteht, eben MIDI-Controller, wie gesagt, sind im Prinzip einfach nur Fernbedienungen. Und ja, deswegen braucht ihr natürlich auch eine DJ-Software dazu. Wir hoffen, die Bedienung eines MIDI-Controllers ist euch damit auf jeden Fall geläufiger. Ihr habt jetzt einen guten Überblick, was es alles für MIDIs gibt, durch welche Möglichkeiten man sie steuern kann, sei es Jogwheels, Drehregler, Buttons, Touchstrips und so weiter und so fort. Eben als Fernbedienung einer DJ-Software. An dieser Stelle vielen Dank, dass recordcase.de uns dieses fette Flaggschiff zur Verfügung gestellt hat, um euch eben hier einen schönen Überblick zu geben, was alles möglich ist. Wir hoffen, ihr habt hier einen schönen Überblick gewonnen, was man alles mit MIDIs machen kann und wie sie gesteuert werden. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zur Thematik MIDI hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.